Kling, klang, liebe Kinder, ich bin Märchenfelia. Und heute ist bei mir der Weihnachtsmann zu Besuch. Lieber Weihnachtsmann, wie kommen denn eigentlich die ganzen Wunschbriefe zu dir? Oh, das ist kompliziert. Da gibt es extra Weihnachtspostämter. Oder meine Engelchen fliegen von Ort zu Ort und sammeln die Wunschzettel ein. Das habe ich auch schon mal gehört. Das ist eine wunderbare Idee, auch mit den Postämtern. Ja, ich habe auch schon mal einen Wunschbrief losgeschickt. Ich bin ja gespannt, ob ich dann von dir, lieber Weihnachtsmann, mein Geschenk am Heiligabend auch bekommen werde. Mein lieber Weihnachtsmann, sag mal, jetzt musst du dich ja schon auf die Weihnachtszeit vorbereiten. Aber was machen denn deine Rentiere im Sommer? Meine Rentiere sind im Sommer auf ihren schönen grünen Weiden im Norden. Dort können sie viel Kraft schöpfen für die neue Saison. Denn wenn es einmal richtig losgeht, dann müssen sie richtig ran. Und mein lieber Weihnachtsmann, was isst denn du so gern? Ja, das ist unterschiedlich. Natürlich bin ich ein echtes Süßmaul. Ich auch. Pfefferkuchen, Nüsse, Mandeln. Und Marzipan, lecker. Aber wenn man so viel Süßes isst, das schmeckt ja so gut. Da wird man ja immer dicker. Ist es dir denn schon mal passiert, dass du nicht mehr durch den Schornstein gepasst hast? Oh, das ist eine heikle Sache. Es gab immer mal so böse Dinge. Da war plötzlich der Schornstein viel kleiner, als ich dachte. Und dann steckte ich mittendrin. Du hast ja schon so viel erlebt, Weihnachtsmann. Du musst schon ganz schön alt sein. Wie alt bist du eigentlich? Oh, da kann ich mich selbst nicht mehr daran erinnern. Wenn ich mich so zurückerinnere, war ich eigentlich schon immer ziemlich alt. Und ich staune immer wieder, wie ich es trotzdem schaffe, jedes Jahr von Neuem diese große Tour. Und ich hoffe, dass ich es noch lange schaffen werde. Und sag mal, wie schaffst du es denn, die ganzen vielen Geschenke zu verteilen? Nun, erstens ist Organisation alles. Es muss eine genaue Route festgelegt werden, wo, wann, was hinkommt. Und dann habe ich erstens meine vielen Helferlein. Sie haben ja so viel zu tun. Die ganzen Geschenke vorbereiten und dann einpacken und beschriften. Und jedes Geschenk muss seinen richtigen Namen bekommen. Ach, wenn man da nicht genau aufpasst, da kann einiges schiefgehen. Und trotzdem sind all deine Weihnachtswichtel und die vielen Engel bei der Arbeit immer so fröhlich und singen auch noch dabei. Sag mal, Weihnachtsmann, kennst du eigentlich alle Weihnachtslieder? Nun, alle bestimmt nicht. Aber viele, viele Lieder kenne ich und singe sie auch selber sehr gern. Und besonders freue ich mich, wenn jedes Jahr ein paar neue dazukommen. Ich glaube auch, dass zu Weihnachten die alten Weihnachtslieder alle wieder hervorgekramt werden, wenn sie die auch erst aus Büchern herausholen müssen. Aber alle freuen sich daran. Und die neuen Weihnachtslieder, die gefallen mir auch gut. Und ihr Kinder, wenn ihr ein neues Weihnachtslied lernen wollt, unser Weihnachtsmann,
der singt in unserem Weihnachtsmärchenmusical so ein schönes neues Weihnachtslied. Das könnt ihr auch gern lernen. Und nun werden wir uns alle beide sputen müssen, denn die Weihnachtszeit, die rückt heran. Und ich als Märchenfee habe viel zu tun und du als Weihnachtsmann noch viel mehr. Aber erst kriege ich noch einen schönen, dampfenden, heißen Tee von dir. Aber natürlich, ich habe das Wasser schon angesetzt. Gleich geht es los. Ihr lieben Kinder, habt ihr gehört, seid recht artig, fleißig und habt Achtung vor den Erwachsenen, räumt euer Spielzeug schön auf und seid fleißig in der Schule. Kling, klang, bis zu unserem Weihnachtsmärchen. Spätestens bis zum Heiligen Abend.